Die Aufseherin. Sie lockt die Kreaturen genau zu uns. Das ist nicht fair. Was machen wir nun? Ich versuche den Heli schneller zu reparieren. Jemand muss die verdammte Sirene ausschalten. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil Revelations 2 hier auf dem Delivery Channel mit mir, dem Rage, und endlich geht es weiter. Und ja, die Sirene ist in der letzten Folge angegangen, um die scheiß Zombies halt zu uns zu locken, denn dieser komische Olle will uns prüfen. So, die will uns irgendwie testen, keine Ahnung warum. Das werden wir noch herausfinden. Verstanden, wir übernehmen das. Das kommt von der Bar. Bitte reparier das Teil. Der Typi. Du selbst kann nicht abgeschüttelt werden, sondern lediglich aufgezehrt. Wir wollen jetzt mal den Typi hier versuchen, sneaky zu machen. Okay, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Oh shit! Wow! Boah, warum werde ich denn hier in dem Spiel mal so. Ey. Ich bin doch gerade erst aufgestanden, Keule. Ey, was ist denn mit dir? Hier. Oh, hoffentlich habe ich beide getroffen. Ja, glaube ich schon. Hallo! Hallo! Ich möchte gerne, Alter Verwalter. Wo kam der schon wieder her? Keiner weiß es. Keiner weiß es. So, das muss ich dir jetzt leider klauen. Scheiße, wir haben gar nichts zum. Okay. Wir sind immer noch verletzt, weil wir gerade am Bluten waren. Und wir haben einfach keine. Ich denke noch was. Ne, das sah so aus, als wenn da noch was liegen würde. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt hier in das Gebäude rein. Das habe ich jetzt auch noch gespielt. Also bis zu dem Punkt, dass man hier diese Scheiße hier ausmacht. Die scheiß Sirene. So. Und jetzt werden wir hier nochmal schön attackiert. So, das weiß ich noch. Aber das war's dann auch. Es gibt keinen Ausweg. Ist alles vorbei. Beruhig dich, Pedro. Was passiert, wenn mein Name reift? Ach ja, genau. Das ist mir letztes Mal auch noch aufgefallen. Sein Armreif wird jetzt rot. Das zeige ich euch gleich auch nochmal, wenn ich jetzt gerade. Sie kommen durch die Fenster. Da habt ihr jetzt wahrscheinlich gesehen. Kämpfe und halte sie auf. Da habe ich wieder richtig gut getroffen. Was soll ich bloß tun? Oh shit. Na, komm schon. Was? Was ist. Hallo, stirbst du mal? Ey, der hat schon jetzt zweimal mit der Schrotflinte einen abbekommen und ich glaube, ich muss mich mal heilen. Auch wenn ich das gerade ungern mache, aber. Hallo, was ist denn mit euch? Sterben sollt ihr. Dreimal daneben geschossen. Ich weiß nicht, dass da halt manche einfach sofort sterben und. Okay. Ich glaube, ich muss gerade mal so ein bisschen. Bam. Bam. Ist er durch? Oh, scheiße, ich bin ja durch. Hallo! Moira, kannst du vielleicht. Dankeschön. Warum leuchtet die dir nicht ins Gesicht? Die steht direkt hinter mir. Alter, was ist denn. Warum müssen die rennen können? Seit wann können Zombies rennen? Ah! Hallo! Was muss der denn da so rumzappeln, der Heini? Ach, ich habe keine Munition mehr. Sauber. Korrekt. Dann nehmen wir einfach jetzt mal ein bisschen die Uzi. Ich glaube, der war schon ein bisschen verletzt. Sonst wäre der niemals so schnell da rumgegangen. So. Ich weiß allerdings nicht, ob der sich jetzt gleich irgendwie verwandelt oder sonst was. Das weiß ich nicht. Das habe ich nicht mehr gesehen. Ich weiß nur, dass wir halt. Die Sirene halt ausgemacht haben. Und dann. Irgendwie halten die mehr aus als die anderen. Kann das sein? Diese glatzköpfigen Heinis?
Der ist sowieso schon rot, der kann auch noch ein bisschen mehr abbekommen. Hieß es nicht so in dem Buch, da, oder das diesen? Wir haben sie abgewehrt? Never mind. Können wir da irgendwie helfen? Halte durch! Never mind, können wir nicht. Okay. Ach du Scheiße, wie viele kommen denn da noch? Ja, alles klar. Ja. Vielleicht musst du noch ein bisschen. Wie lebst du? Lebst noch? Okay, der verwandelt sich da gerade anscheinend irgendwie. Alter, das ist doch nicht wahr. Der war doch gerade am Schwanken. Warum konnte ich den schon wieder nicht treten? Hast du noch einer? Alles klar. Alles klar. Halt doch noch vielleicht ein bisschen mehr aus. Also bei The Walking Dead hauen sie einmal auf die Rübe und dann war's das. Oh shit. Scheiße. Oh. Hallo. Ich bin frei. Fühlt sich gut an. Ach, komm schon, ey. Okay, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt. Oh, Mara, komm. Oh, shit. Shit, ausweichen! Oh, Alter. Oh, noch einer. Ich weiß nicht, ob wir zum Heli können. Das war mal nice. Moira, kommst du bitte? Komm, wir rennen einfach zum Heli. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wir versuchen es einfach. Oh, shit. Never mind. Das wird jetzt ganz großer Spaß. Yo. Oh, shit. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Ich habe keine Lust, das alles nochmal zu machen. Oh shit, oh shit, oh shit! Steht er nochmal auf, der steht nochmal auf. Dann heizen wir dem nochmal ein. Dann landen wir nach. Und jetzt kommt er wieder angerannt und sie rennt einfach rein! Ich hab zur Seite ausweichen gedrückt! Das ist nicht dein Ernst. Jetzt sind wir tot, oder? Alter, das ist doch nicht wahr! Das ist ein schlechter Scherz. Sich zu klonen, ey. Was? Warum habe ich jetzt Schaden bekommen? Kann mir jetzt mal einer. Nie im Leben besiegen wir das Ding. Lauf, Moira, lauf! Warum habe ich jetzt gerade Schaden bekommen? Kann mir das einer erklären? Was war das jetzt gerade für eine Hitbox? Der hat auf jeden Fall so komische Augen auf seinen Armen und Beinen und so weiter. Wir gehen ja davon aus, dass es das ist, was wir treffen müssen. Hier haben wir leider fast keine Munition mehr. Ausweichen, Mann! Was ist denn mit dir? Wie soll ich denn da jetzt noch überhaupt überleben, wenn ich gar keine Heilung mehr habe? Was ist das denn für eine Scheiße? Ach, ey. Jo, da haben wir keine Munition mehr. Wir haben echt nur Schuss mit Munition. Was war das denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, ob wir dann... Ich lass mich nochmal töten. Das macht einfach keinen Sinn, dass ich schon wieder gerade einen Hit gekriegt habe. Ich will vor allem auch wissen, was da in der Ecke ist, dass mich da irgendwie ständig irgendwie hittet. Ich raff's nicht. So, erneut versuchen. So, jetzt erklär mir mal bitte einer, warum ich jetzt immer Schaden bekommen habe, wenn ich da in die Ecke gegangen bin. Da ist nichts. Da ist einfach rein gar nichts. Schon wieder! Was ist das? Bist du verarscht?
Kann mir das mal bitte einer erklären? Lauf, Moira, lauf! Das macht doch absolut keinen Sinn. Es macht doch absolut keinen Sinn, das so weiterzuspielen. Das ist doch total verblödet. Wow. Blöder Wichser. Ja, keine Ahnung. Also, fighten kann ich den halt nicht so, ne? Das funktioniert so nicht. Nee, ich glaube, ich laufe hier gerade mega in die Falle. Da ist er kaputt. Was? Claire! Ernsthaft jetzt? Das ist ein schlechter Scherz. Das ist ein richtig schlechter Scherz, oder? Wie kommen wir da hin? Claire, kommt drauf aufs Dach! Das. Moira, hier lang, schnell! Ich verstehe dieses Spiel gerade nicht. Moira, hier lang, schnell! Ich raff es nicht. Ich verstehe einfach nicht, was das jetzt sollte. Folgt mir! Bloß nicht runterfallen, ey. Moira, kommst du bitte da? Okay, einfach weiterlaufen. Vielleicht bringt das mehr, als wenn wir denn jetzt da ständig unsere Munition reinpumpen und dann mal wieder neue Gegner kommen. Und jetzt? Und jetzt? Ich gehe hinten rum und öffne die Tür. Wartet da. Alter, das ist nicht dein Ernst. Moira, kannst du mal eben... Los! Warte, Neil, was ist mit Gabe? Ich weiß, aber hier zu bleiben ist zu riskant. Mach dir keine Sorgen, er war beim Militär. Der Mann isst Gefahr zum Frühstück und kackt sie zum Mittag wieder aus. Naja, ist klar. Deswegen lassen wir den einfach mal zurück. Hier durch, hilf mir mal! Das. Bereit? Los! Also, es würde mich nicht wundern, wenn jetzt gleich der Heini kommt und sich da durchballert. Weil, wofür soll das sonst dieser brüchige Stein hier sein? Aber naja, was soll's. Leck mich am Arsch. Das war... Hast du sowas, wenn man einfach nicht die Chance hat, etwas töten zu können? Das ist das Schlimmste. Wenn man einfach nur... Vor allem, wenn man nicht mal weiß, dass man es nicht anscheinend nicht töten kann, sondern nur weglaufen kann und dann auch noch in die falsche Richtung läuft und... Ah, zum Kotzen, zum weißt Kotzen. Du, ich bin froh, dass es dir gut geht. Gabe sagte, ihr wurdet getrennt. Ja, aber ich laufe schnell. Trainiere täglich. Also, was war das Ungeheuer da eben? Das war Pedro. Die Aufseherin hat uns irgendein Virus injiziert. Das Virus wurde in Pedro aktiv wegen seiner Furcht. Ich glaube, ich habe davon gehört. Ein Virus, das auf Furcht reagiert. Mann, sollen doch Menschen vor Viren beschützen, nicht selbst infiziert werden. Ironie ist echt scheiße. Moira, ich glaube, du kennst Neil noch nicht. Er ist unser Boss. Neil Fisher. Du bist Barry Burtons Tochter, oder? Dein Dad ist bei der BSAA. Wären Sie so nett und erwähnen Barry und mich nicht im selben Satz, Sir? Okay, da weiß man allerdings auch noch nicht genau, warum die ihren Dad nicht so
leiden kann. Das werden wir wahrscheinlich auch noch herausfinden. So, jetzt mal eben einmal einen kleinen Check machen. So, wir haben jetzt erstmal hier, können wir nochmal eine Flasche kombinieren. So, zack. Dann haben wir jetzt erstmal eine Köderflasche. Also die andere Köderflasche, die nehmen wir jetzt auch noch. So, dann einmal alles durchladen, soweit es geht. Okay, so, dann gehen wir erstmal wieder auf die Pistole. Ich glaube, jetzt hier haben wir alles eingesammelt. Also der Virus wird halt ausgelöst, wenn man Angst hat. Genau, das stand, meine ich, aber auch auf diesem Zettel, was ich vorhin noch sagen wollte. Das stand nämlich auf diesem Zettel, den wir uns da durchgelesen hatten am Anfang. Pedro meinte, das Signal käme von hoch oben. Dort muss es sein. Das Turmding. Die Aufseherin ist vielleicht da drin. Finden wir es heraus. Schlechte Idee. Wir sollten den Morgen abwarten. Bis dann enden wir vielleicht alle wie Pedro. Die Uhr tickt, Neil. Okay. Also. Wir dürfen einzig und allein keine Angst verspüren. So. Ganz einfach. Natürlich nicht. Angst gehört natürlich mit zum Menschsein. Das kann man leider nicht so einfach abschalten. Und deswegen wird das, denke ich, nicht ganz so einfach. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass Moira und hier, ne, wie heißt er noch? Fischer. Fischer ist er jetzt, ne? Ich glaube ja. Neil Fischer hieß er, glaube ich. Och, oh, nee. Nein. Wenn ich was hasse, dann sind das Hunde. Wenn ich eins hasse, dann sind das fucking virusverseuchte Hunde. Oh nee. Auf so eine Scheiße habe ich ja gar keinen Bock. Die können ruhig wegbleiben, die Mistviecher. Ehrlich, ey. Dafür benutze ich auch gerne meine Schrotflinte. Damit ich ja einen Schuss setzen brauche nur und Ende ist. So, ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich wieder mit Moira ran. Genau. Was tut mir, oder macht sie das alleine? Ich glaube, sie macht das alleine. Okay. Hallo? Wo ist sie? Oh shit! Läuft, wenn wir nur noch wieder drei Munition für unsere Schrotflinte, sechs Schuss für unsere Schrotflinte haben. Das klingt nicht ganz so cool, aber ich werde mich einfach direkt mal heilen, weil ich gar keinen Bock drauf habe, die ganze Zeit mit so einem roten Bildschirm rumzulaufen. Oh, da haben wir eine Liste. Alter, haben wir jetzt auch einfach mal irgendwann nochmal wieder ein bisschen Ruhe hier, oder? Oh, shit. Da sind sie wieder. Das waren nur die Bewohner der Insel. Und so hat die Aufseherin eine ganze Insel, was auch immer verwandelt. Angenommen, sie war's. Wir töten die einfach direkt. Ich hab... LOL. Wenn man ihn einfach wieder nicht töten kann, ist mir egal. Also ich gehe davon aus, dass die irgendwann wegen irgendwann freigekommen werden oder so. Deswegen töten wir die einfach sofort. Haben damit keine Probleme mehr. Und ich habe gerade wieder kleine Ruckler. Das wird aber diesmal am Spiel liegen. Heilung! Okay, so wie es aussieht, wird uns Neil jetzt erstmal wieder verlassen. Neil! Also ich komme cool. Später nach. Macht, dass ihr zum Turm kommt. Kommt schon, ihr Freaks. Packt mich, wenn ihr könnt. Sein Ding zum Beispiel, achtet mal drauf, ist noch komplett grün. Wir zum Beispiel sind auch noch, wir sind schon wieder orange. Okay. Da liegt noch was. Moira, kannst du da mal bitte eben einmal drauf leuchten? Oder können wir das auch so aufheben? Ach, das können wir auch so aufheben. Okay. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier rein. Oder auch nicht. Hallo? So.
war falsch. Ich glaube, mit Alkohol und Verbrennern können wir Dings fertig machen, ne? Desinfektionsmittel hebt Sehbeeinträchtigung auf und kann auch vom Partner benutzt werden. Ach so, okay. Oh. Ja, davon geben wir der Moira mal einfach zwei, damit sie, falls wir irgendwie was haben sollten, damit sie uns dann da mit halt heilen kann oder was auch immer, wie man es nennen mag. Stoff. Okay, jetzt haben wir wieder Stoff. Davon geben wir den Kram jetzt einfach mal an Moira ab. Ja, so. Da ist irgendeine Durchsage, auf jeden Fall auf Russisch. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ein bisschen aus wie so eine Kneipe, oder? Oh, da oben hängt eine Schrotflinte. Nice. Aber ich bin gerade mal so ein bisschen vorsichtig, weil da hört man nämlich schon... Ach du Scheiße! Ach! Weißt du was, du blöder Wichser, stirb einfach an dieser scheiß Bombe und lass mich in Ruhe. Goodbye. Never mind. Zack. Zack, 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 zack. Was ist mit... Alter, das ist nicht dein Ernst. Was? Warum hält der so viel aus? Ey, Leute, jetzt erklärt mir das mal bitte. Das kann nicht wahr sein. Das ist doch unlogisch. Der hat eine fucking Granate abgekriegt und dann noch 1000 Messerstiche und Schüsse und... Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie das funktionieren kann. Die einen brauchen nur einen Schuss in den Kopf, die anderen brauchen 60 Schüsse in den Kopf, obwohl es genau die gleichen Zombie-Art ist und... Ach komm, Mann, ey. Da wieder. Er kriegt einen ganzen verfickten Schrotflintenschuss ab und er bleibt einfach... Er steht einfach nochmal auf. Was? Wollt ihr mich ver... Du sollst nachladen, Claire, und nicht immer wieder diese scheiß Kiste aufheben, bitte. Danke, Schilbob. Dieses Spiel stresst mich gerade so sehr. Ich fand es bis gerade eben noch mega stark und jetzt finde ich es einfach gerade nur noch übertrieben nervig. Warum ist das so? Oh. Das riecht mich richtig auf gerade. Es riecht mich wirklich auf. Ist dieselbe Munition? Nein, ist es nicht. Okay. Also ich denke mal, das wird eine vollautomatische Schroti sein. Wie es ausschaut. Und ja, das ist halt hier nur so eine zweiläufige. Kann man diese Scheiße hier ausschalten? Ich möchte gerne das... Kann man natürlich nicht. Das war mir jetzt egal. Dafür baller ich auch gerne einen Schuss. Und jetzt haben wir eine Pistolmunition. Oh, da haben wir noch was auf dem Boden liegen. Hab's gerade gesehen. Da, okay. Maschinen. Oh, ganze 10 Schuss. Ich gehe nochmal eben hier rein. Gerade konnte ich mir jetzt hier nicht so mit Moira umschauen. Da oben liegt noch was. Fuck. Da muss ich wieder. Muss ich jetzt extra wieder die scheiß Kiste für holen. Egal. Munition ist so wichtig in dem Spiel. Dafür laufe ich jetzt gerne nochmal diese Scheißstrecke eben. Dann kann ich auch wenigstens endlich mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen hier. Mein Gott, das ist echt stressig. Also wirklich stressig. Also. Oh, jetzt hebt sie wieder das Ding auf, anstatt Munition nachzuladen. Ich glaube, wir brauchen das gar nicht mehr. Ich glaube, wir müssen jetzt da unten... Oder ist da oben noch was drauf? Ich nehme eben doch nochmal mit, das Ding. Gucken, ob da oben vielleicht. Nee, ich glaube nicht. Wenn wir jetzt trotzdem mal schnell mit gucken hier um die Ecke und da nochmal irgendwie vielleicht was hoch liegt. Nee, auch nicht. Alles klar. Ist ja dafür, für so ein paar Sachen, die da auf den Regalen oben liegen, müssen wir einfach so eine scheiß Kiste nehmen. Egal. Achso, die Munition hat die Mara aufgehoben. Übergeben. So. So, nachladen. Haben wir Pistole ausrüsten und weiter.
Alter Verwalter. So. Da sind sie. Sei vorsichtig. Da wir jetzt hier einen Speicherpunkt haben. Ich glaube, dass wir in den nächsten 5 Minuten einen nächsten Speicherpunkt bekommen werden. Machen wir heute hier die Folge schon wieder Ende. Ja, heute mal wieder doch ein bisschen früher als sonst. Aber ich glaube nicht, ehrlich nicht, dass wir in den nächsten 5 Minuten einen Speicherpunkt kriegen werden. Deswegen sage ich jetzt mal Cheerio und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Abonniert unseren Kanal, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ja, in der nächsten Folge dürfen wir uns dann... Oh, scheiße, der kommt auf uns zu. In der nächsten Folge dürfen wir uns dann hier mit diesen ganzen... Ihr könnt ja jetzt schon sehen, wie viele da schon wieder rumstehen. Vielleicht können wir auch einfach an denen vorbeisneaken. Das wäre ja mal was Schönes. Wir versuchen es einfach mal in der nächsten Folge dran vorbeizusneaken. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Aber schaltet ein, dann werdet ihr es erfahren. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.